Musik aus. Ja, hallo, wir von der Buchhandlung Jakob heißen Sie heute alle herzlich willkommen zu unserem Empfehlungsabend. Schön, dass Sie hier heute alle hierher gekommen sind. Es ist zum ersten Mal nämlich tatsächlich mit Publikum, also zum ersten Mal, seit wir es nicht mehr mit Dennis Scheck machen, sondern allein. Diese Entscheidung haben wir während der Pandemie getroffen und wir sind hellauf zufrieden damit und ja, freuen uns sehr, dass wir es jetzt endlich wieder auch in Persona machen können. Wir werden das Ganze auch aufzeichnen und Sie werden es noch auf YouTube finden können und nochmal reinhören, nochmal auf das Buch zurückgreifen, was Ihnen vielleicht besonders gut gefallen hat oder es natürlich auch an Ihre Bekannten, Freunde und an Ihre Familie weiterempfehlen. Wir haben heute 35 Bücher mitgebracht und das sind die Highlights, die wir dieses Jahr alle gesammelt haben und ja, wir möchten euch und Ihnen davon erzählen. Ich fange gleich mal mit meinem großen Highlight des Jahres an. Das ist wahrscheinlich auf Social Media auch schon mehrmals Ihnen oder euch begegnet. Tess Ganti mit dem Kaninchenstall. Das hat auch den National Book Award gewonnen und meiner Meinung nach hat es das zu Recht. Es handelt von Blendine, einer jungen Frau, so 18 Jahre alt. Sie ist Hildegard von Bingen Ultra, also sie liebt ihre Schriften und beruft sich auch immer wieder darauf. Sie lebt am Rust Belt in Amerika in sehr prekären Verhältnissen in einem Wohnblock, der so Affordable Living Komplex ist. Und da leben aber auch noch viele andere Personen und in diese Leben tauchen wir auch nach und nach ein. Alle leben in sehr, sehr schrägen Verhältnissen, haben ganz schräge Spleens oder schräge Gedanken und diese verschiedenen Erzählstränge führen nicht immer zu einem Ergebnis, was viele Kunden und Kundinnen im Laufe des Jahres oder vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen, wir hatten das fast alle gelesen und uns rege darüber ausgetauscht, ganz verrückt gemacht hat. Aber für mich war das ein Buch, was gelodert hat, was vielleicht nicht immer ganz fertig war, aber was vielleicht auch uns mal auf eine andere Art des Lesens bringt. Eine, die dem Leben ein bisschen näher ist, weil vielleicht nicht alles eine Antwort findet. Genau, sehr große Empfehlung. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, worum es eigentlich so richtig geht. Also um Blendine. Am Anfang des Buchs verlässt sie ihren Körper. Wie, werde ich jetzt nicht genau erklären. Genau, und sie kämpft gegen Ungerechtigkeiten, die dieses Dorf oder diese Kleinstadt erlebt. Sie möchte nicht, dass da zum Beispiel so ein Luxus-Apartment hinkommt und ist politisch aktiv. Und es gibt noch einen Erzählstrang, der auch MeToo-Verhältnisse aufzeigt. Steckt viel drin, man kann es gar nicht in einen Satz runterbrechen. Schauen Sie selbst und diskutieren Sie freudig. Und es ist ja auch lustigerweise eins der Bücher, das sich beim zweiten Mal auch nochmal neu liest. Also auch das, wie du gerade gesagt hast, sie verlässt ihren Körper. Das ist, wenn man das erste Mal liest, gar nicht so klar, was da passiert, wenn man es dann nochmal liest. Man hat quasi fast zwei Bücher in einem. Und ja, und ich würde sagen, es ist nicht der einzige Punkt, über den man sich uneinig sein kann. Ja. Denn auch andere Momente in diesem Buch wurden von uns im Kollegium, unter den KollegInnen, unterschiedlich aufgefasst. Und es gab dann den Aha-Moment eigentlich erst am Ende nach dem Lesen. Und das finde ich meiner Meinung nach ja die besten Bücher, wenn sich nach dem Ende des Lesens dann nochmal im Gespräch neue Dinge auftun. Ja, kommen wir zum nächsten Buch. Also wir haben gleich die Knaller am Anfang. Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Es hat ja dieses Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Tonio Schachinger ist ein österreichischer Autor. Er lebt in Wien und da spielt auch sein aktueller Roman. Echtzeitalter ist aber vielmehr sowas wie, ich habe es mal so Schelmengeschichten getauft, weil es sind verschiedene kleine Episoden aus dem Leben eines Heranwachsenden, der an einem Elite-Internat ist. Also er geht trotzdem täglich zur Schule, er lebt bei seiner Mutter und er ist da mit vielen verschiedenen anderen elitär lebenden Jungs und Mädchen auf der Schule und
hat Angst vor so manchem Lehrer, vor so mancher Lehrerin, vergisst ständig seine Reklamhefte und erzählt eigentlich niemandem so richtig, was seine eigentliche Obsession ist, nämlich das Gaming. Und er ist leidenschaftlicher Age of Empires 2-Spieler und schafft es sogar so weit, dass er unter die besten 10% der aktuellen Spieler und Spielerinnen kommt und dann auch sogar sein Geld damit zu verdienen und nach China zu fliegen auf eine Messe. Das sind alles so Handlungen, die so parallel passieren. Und eigentlich gibt es gar nicht so eine richtige Spitze oder so ein richtiges Highlight in diesem Buch. Also es sind eher so viele kleine Highlights, nämlich diese Geschichten, die Till erlebt im Laufe seines Erwachsenwerdens und auch im Laufe seiner Emanzipation. Ganz wunderbarer Wiener Humor und ein Beweis dafür, dass eigentlich so, dass die Gaming-Welt nicht unbedingt der Literaturwelt widerspricht, sondern dass beides in einem Buch auch möglich ist. Genau, Theresa Präauer, Kochen im falschen Jahrhundert ist so ein kleiner Geheimtipp und eigentlich sozusagen das Buch, das man an Weihnachten gut verschenken kann, weil es passt perfekt zu einer guten Flasche Wein oder einem exquisiten Cremant. Es nimmt gleichzeitig aber auch den Beschenkten oder auch die Schenkerin ein bisschen aufs Korn, weil es zwischen den Zeilen andauernd erwähnt, wie übertrieben eigentlich dieses ganze Inszenieren durch ich lade Menschen zum Essen ein und jetzt bin ich endlich erwachsen, weil ich habe ja neben meinem Alltagsgeschirr auch noch eins im skandinavischen Design. Das hole ich nur raus, wenn meine Gäste kommen und das macht mich zu einer guten Gastgeberin. Das schwingt andauernd mit und gleichzeitig springen wir aber, also während sie dreimal insgesamt den gleichen Abend beschreibt, nur immer mit verschiedenen Faktoren, die anders laufen und das macht das Ganze so ein bisschen Slapstick-artig. Zwischendrin tauchen wir immer ein in so nostalgische Momente, die vom Schreibstil ganz anders sind, die uns in einer Du-Perspektive in unser persönliches Empfinden und unser persönliches Erleben von Kulinarik eigentlich mitnehmen. Also inwiefern ist eigentlich Kulinarik auch verbunden mit eigenen Erfahrungen, eigenen Erlebnissen? Jeder erinnert sich an das erste Glas Rotwein, das man mit dem Date getrunken hat, wo man eigentlich lieber Cola getrunken hätte. Oder an die erste Auster für manche vielleicht oder was auch immer man wo verknüpft hat in seinen Synapsen und in seinen Geschmacksknospen. Helena, du hast auch gelesen. Wie hast du es denn empfunden? Ich fand es auch ganz interessant, weil auch jedes Kapitel mit so einem kleinen Rezept anfängt. Manchmal ist das Rezept aber nur eine Flasche Cremant. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, weil das dann quasi im Kapitel selber nochmal aufgegriffen wird. Und mich hat das so ein bisschen an so ein kleines Kammerspiel erinnert. Also es war irgendwie echt nett. Hat Spaß gemacht, das zu lesen. Oder ein halber Liter Bananensaft und ein halber Liter Kirschsaft. Genau. Also es ist natürlich, spielt auch ein bisschen mit diesen prätentiösen, da ist ein Rezept und dann schaut man das Rezept genau an und eigentlich ist es nur Kiba. Also es ist wirklich sehr amüsant und ein schönes Geschenk. Genau, dann stelle ich gleich mal mein erstes Buch vor. Ich habe Leonard und Paul von Ronan Hashin. Ist ein irischer Autor, das ist auch sein Debütroman, er ist eigentlich Musiker. Und das Buch handelt von zwei besten Freunden. Die sind beide ein bisschen introvertiert. Der eine, Paul, lebt noch bei seinen Eltern, keinen richtigen Job, er arbeitet nur als Aushilfspostbote und er ist eigentlich schon 30 Jahre alt und traut sich aber irgendwie nicht so richtig auf eigenen Beinen zu stehen. Und sein bester Freund Leonard arbeitet als Ghostwriter für Kindersachbücher und er hat eigentlich super Ideen, ist fantasievoll und kreativ, aber traut sich auch nicht so richtig, halt sein eigenes Buch rauszubringen. Und ja, sonst sind sie aber eigentlich mit ihrem Leben total zufrieden. Es läuft auch eigentlich ganz gut, bis bei beiden so ein paar kleinere Veränderungen passieren und mit denen müssen sie erstmal so ein bisschen klarkommen. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil sie eben ein bisschen introvertiert sind. Und ja, das Buch hat mir aber echt gut gefallen. Es war sehr unterhaltsam und es passieren eigentlich fast keine Probleme. Also es stirbt keiner, niemand hat eine schlimme Krankheit. Ich finde, so Bücher sind auch mal toll. Es ist einfach ein bisschen was Ruhigeres. Und ja, es hat mir einfach gezeigt, dass auch so Kleinigkeiten im Leben ganz toll sein können. Ja, Dominik, du hast es auch gelesen, oder? Ey,
Ja, also ich fand das auch ganz faszinierend, diese beiden jungen Männer zu begleiten, so völlig abseits dessen, was vielleicht so in unserem oder vor allen Dingen also in meinem Erfahrungsraum auf alle Fälle ein völlig fast undenkbares Leben ist und Zusammenleben. Und also der Autor spielt auch ganz wunderbar mit dieser Naivität, die diese beiden haben. Und es wird so eine Szene geschildert, relativ am Anfang. Es wird gesagt, so, Lennart kommt zu Paul und in der Vorbereitung geht Paul in den Keller und streift die Holzkisten durch und überlegt nach Jahrgängen geordnet. Und irgendwie, ich dachte, ja, natürlich, der sucht jetzt die Flasche Wein aus dem richtigen Jahrgang. Fakt ist, er hat einfach die haben die Spiele, die sie zusammen gespielt haben, nach Jahrgängen in dem Jahr, in dem sie es zum ersten Mal gespielt haben, einsortiert. Und er will einfach nur das Spiel holen. Und da gibt es so viele Fallen, wo man denkt, ja, normalerweise, wenn ein Autor sowas schreibt, dann geht es um Wein oder irgendwas. Und so, das macht er irgendwie ständig. Und das fand ich auch ganz faszinierend, wie er da auch mit meinen Erwartungen einfach gebrochen hat, weil die zwei einfach wirklich wunderbar anders sind. Ja, sehr witzig. Ganz offensichtlich. Witzig und humorvoll. Ja, wenn ihr fertig seid, dann bin jetzt ich dran mit witzig und humorvoll. Und zwar mit Was Wanda will. Mein absolutes Lieblingsjugendbuch dieses Jahr. Es ist ein ganz wundervoll konstruierter Coup, den eben diese Wanda da will. Die taucht nämlich einfach eines Tages in der Schule in so einer Kleinstadt auf. Da kennt sich auch irgendwie jeder, wenn auch jetzt nicht genau, aber meistens halt vom Sehen. Und taucht da auf und freundet sich dann mit ganz vielen verschiedenen SchülerInnen an, die, wie gesagt, sich so halt vom Sehen kennen, aber jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Und eines Tages versammelt sie dann alle im Keller der Schule und sagt so, ich habe euch hier alle versammelt, weil ich möchte vom reichsten Mann im Ort aus seinem Arbeitszimmer einen signierten Tennisball stehlen. Und ich brauche euch, weil du kannst das, du kannst das, du kannst das und so weiter. Also Ocean's 11 für ab 11-Jährige. Wunderbar konstruiert, super witzig gemacht und es liest sich wie ein Sog. Eine echt gute Empfehlung. Genau. Ja, und dann habe ich noch ein starkes Mädel mitgebracht. Die Robina Blackfield auch für alle ab 11, die gerne actionreiche Agentinnen, Romane, Filme mögen. Das Besondere an der Robina ist, sie ist nämlich, sie hat zwar wie so eine Art Agentenausbildung, aber eigentlich ist sie der Spross des Obersuperschurken. Ihr Opa, bei dem sie aufwächst, ist auf einer einsamen Insel irgendwo im Ozean gut versteckt. Der ist nämlich der Super-Super-Schurke. Alle Superschurken gehen zu ihm und lassen ihre Pläne von ihm verifizieren, ob das dann so gelingen kann. Ja, und jetzt wird sie von ihm in ein Sommercamp geschickt, das vom MI6 inszeniert wurde, um hier die Nachwuchsagenten auszubilden. Und nachdem ja der Geheimdienst jetzt für den Superschurken der Feind Nummer 1 ist, schickt er sie dahin und sagt, spionier die doch mal aus. Und dann kommt ihre größte Angst zutage, das ist nämlich die mit anderen Kindern reden, weil das muss sie ja sonst nie tun. Das ist nur der Anfang. Es wird dann natürlich alles sehr spannend, sehr actionreich. Und ob Rubina es schafft, die Welt zu retten, muss man selber lesen. Genau. Ja. Zwei starke Heldinnen, gefolgt von zwei starken Helden. Sieben Tage Mo. Ein sehr beeindruckendes Buch. Es geht um zwei Brüder, Zwillingsbrüder, und der eine hat seit der Geburt ein arges Handicap. Der hatte nämlich zu wenig Sauerstoff bei der Geburt und ist somit beeinträchtigt. Und das verändert natürlich das Leben der ganzen Familie. Die beiden sind 12 Jahre alt
Und die Mutter geht jetzt auch wieder arbeiten. Das heißt, der andere muss am Nachmittag mit auf ihn aufpassen. Obwohl er ja eigentlich gerne mit seinem Schwarm an den See fahren möchte und so weiter und so fort. Das stellt ihn natürlich vor arge Herausforderungen, die er allerdings sehr gut meistert. Und er schildert das einfach so wahnsinnig toll und liebevoll, sein Gefühlsleben auch, wo er sagt, was er denn hier für ein Dilemma hat, weil er liebt ja seinen Bruder und er mag ihn ja, aber manchmal nervt er halt einfach. Ne? Auch eine klasse Leseempfehlung für alle ab 10. Sehr, sehr toll. Genau. Ja, und dann sind wir bei den Sachbüchern. Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. Bill Bryson ist vielen Erwachsenen ein Begriff. Er hat schon mehrere kurze Geschichten verfasst, auch etwas längere. Jetzt hat er mal für Kinder die Geschichte des menschlichen Körpers runtergebrochen. Es wird einfach wahnsinnig toll und schön anschaulich alle möglichen Körperfunktionen erklärt und warum, für was man sie braucht. Und wann sie passieren und dass sie passieren, ob man will oder nicht. Für alle neugierigen Kinder ab 6 Jahren zum Miteinander lesen, anschauen, eine klare Empfehlung. Und das größte Sachbuch heute Abend, Glow. Für alle Kinder, die sich für Biolumineszenz interessieren, ist das eine echte Empfehlung. Und auch für alle, wo man denkt, die könnten sich doch gerne dafür interessieren. Das macht nämlich echt was her. Wie man sehen kann, es macht auch innen was her. Es leuchtet und funkelt und erklärt einfach wunderschön den jetzigen Wissensstand zur Tiefsee und zur Biolumineszenz bei Tieren und bei Pflanzen. Genau. Und ein letztes Sachbuch für Kinder, ein sehr abenteuerreiches. Für Kinder ab 5, würde ich sagen, kann man super vorlesen. Es geht nämlich um die Sachen, die Bären machen. Also, warum pinkelt der Panda im Handstand? Warum reiben die sich an den Bäumen? Das Ganze wird erklärt in einem durchgängigen Faden. Man wird nämlich praktisch auf eine Expedition mitgenommen und erkundet erstmal die Spuren der Bären und danach die Bären und die verschiedenen Lebensräume der Bären selber. Ja. Dann machen wir den Sprung von Bären. Kinder- und Jugendsachbuch und Bären und Biolumineszenz und dem Leuchten von innen zu... Ja, einem meiner Romane oder Romane klingt vielleicht, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber einer der großartigsten Texte für mich in diesem Jahr, der auch genau das ein bisschen widerspiegelt, so das von innen leuchten. Es ist der Text Mystische Fauna von Marica Bodrozic, einer Autorin, die in Deutschland lebt, die auch die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, aus Dalmatien. Und das Buch fängt erstmal tatsächlich erzählerisch an. Sie beschreibt, wie sie auf La Gomera ist, ein Haus hütet, dort auch schon schriftstellerische Gehversuche gestartet hat. Und sie hütet nicht nur das Haus, sondern auch den Hund, den sie Insolito nennt. Und mit dem verbringt sie sehr, sehr viel Zeit. Auch eine sehr intensive Zeit, weil sie plötzlich merkt, da ist eine besondere Verbindung da. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Und das ist was, worüber sie nachdenkt, weil sie mit ihren Großeltern aufgewachsen ist und Tiere für sie schon immer zum Leben dazugehörten. Und das war vor allen Dingen ein Esel, der ihr ganz ans Herz gewachsen ist als junges Mädchen und die miterleben musste, wie ihr Großvater diesen Esel brutalst umgebracht hat.
sie beginnt dann zu reflektieren, wie dieser Einbruch von Gewalt, das Sehen von Gewalt, was das mit ihr macht, was es mit Menschen macht. Und sie findet Wege, damit umzugehen, quasi aus diesen Ressentiments, aus diesen traumatischen Empfindungen auch rauszufinden. Es gibt dann auch eine Szene, wo sie dann Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre in Deutschland in einer hessischen Kleinstadt mit ihrer Mutter wohnt und ihrer Schwester und sie von ihrer Mutter in einem Wutanfall wirklich, und sie beschreibt das dann wie ein Tier, missbraucht wurde und auch gefangen genommen wurde, in den Keller gesteckt wurde. Und da eine Haltung zu finden, Menschen zu vergeben, sich selbst trotz dieser erniedrigenden Erfahrungen auch einen Weg zu finden und zu ebnen, sich selbst irgendwie anders auch zu verorten. Und diese Verortung findet für sie in diesem Miteinander von Tieren statt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch mal irgendwo mal in einem Wald war, einem Reh gegenüberstand und das Reh nicht das Offensichtliche tat und wegrannte, sondern einfach da stand und man sich annähern konnte und man sich in die Augen schaute, und das ist mir passiert. Und deswegen hat mich dieses Buch so unendlich angesprochen, weil das tatsächlich eine ganz andere Art von Verbindung zwischen Mensch, Tier und Wald und Fauna und Flora schafft. Und für mich ist es ein so unglaublich reiches Buch, dass ich für mich, weil ich sehr, sehr viele Szenen auch nacherleben und nachempfinden konnte, dass ich selber auch für mich erschrieben hat, während ich es gelesen habe. Und ich glaube, eine schöne Szene würde ich noch, einen Satz würde ich noch gern vorlesen oder zwei. Keiner von uns weiß bei seiner Geburt, was Gewalt ist. Dieses Nichtwissen ist auch ein Wissen. Etwas in uns Menschen weiß um die Ganzheit und um die Möglichkeiten des Friedens. Und mit jedem geborenen Menschen, mit jedem Anfang, fängt die Unschuld von Neuem an, fordert uns heraus und lässt uns im Namen dieses neuen Wesens in den Zustand der Zeugenschaft treten. Also wirklich das Gefühl auch zu sagen, wir sind prinzipiell auch zufrieden und zur Gewaltlosigkeit fähig, wir müssen es nur machen. Und auf ganz poetische Art und Weise zeigt sie, wie das auch gelingen könnte. Deswegen meine herzlichste Empfehlung für dieses großartige Buch. Ja, all meine Bücher spielen und kreisen um ganz ähnliche Themen. Ich gehe jetzt aber mal auf dieses Sachbuch. Und es ist nicht nur ein Sachbuch, es ist ein wissenschaftliches Buch. Und ich weiß, dass ich damit sehr vielen Menschen auch was zumute. Es ist von einer französischen Professorin für Philosophie und Psychologie verfasst, Cynthia Fleury. Hier liegt Bitterkeit begraben über Ressentiments und ihre Heilung. Es ist in bester französischer Wissenschaftssprache verfasst. Es ist für uns Deutsche vielleicht ein bisschen sperrig, aber das, was sie schafft, ist wirklich eine Gegenwartsanalyse, die sie dezidiert eigentlich auf Frankreich nur verfasst, die sich aber eins zu eins auch auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt und die aus der Psychologie eben herkommend individualtherapeutisch das Moment der Verbitterung, des Ressentiments beschreibt und dieses psychologische Konzept auch auf Gesellschaft und auf Gesellschaftsteile überträgt. Da könnte man sagen, gut, individualpsychologisch gibt es eine Heilung oder kann eine Heilung gelingen aus der Verbitterung heraus. Gesellschaftlich wird es schon etwas schwerer. Sie zeigt, wie es gelingen kann, aber in dem, wie sie zeigt, dass es gelingen kann, zeigt es gleichzeitig, wie unendlich schwer das ist, denn erstens müssen diejenigen, die nicht in Verbitterung leben, sich davor schützen, in eine Übertragung zu kommen, das heißt, über die Verbitterung der anderen zu verbittern und aufzugeben oder zu resignieren. Und zweitens geht es um Zeit, die man Menschen
geben muss, Zeiträume, die man Menschen in Verbitterung schaffen muss, damit sie aus diesen ideologischen, gedanklichen Blockaden, emotionalen Blockaden auch rauskommen. Und was das bedeuten würde, wäre vielleicht ein wünschenswerter Zustand, der sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde für uns alle und sehr viel Entschleunigung bedeutete. Aber es ist, fürchte ich, wahrscheinlich auch der einzig mögliche Weg. Auf alle Fälle ein großartiger Ritt durch aktuelle philosophische, psychologische Diskurse und absolut lohnenswert. Übersetzt übrigens ganz hervorragend, was zur Lesbarkeit unbedingt beiträgt, von Andrea Hemminger. Genau. Dann bin ich gleich nochmal dran. Eva von Redeker. Das Buch ist schon ein bisschen mitgenommen, weil das zählt zu den Büchern, die ich am meisten in diesem Jahr durchgearbeitet habe. Das ist auch ein Sachbuch aus der Philosophie. Sie ist eine junge deutsche Philosophin. Und hat hier aber eher in einem essayartigen Stil sich Gedanken über Freiheit gemacht. Das Buch hat zwei Anfänge, möchte ich das einfach mal sagen. Der eine Anfang besteht in Lockdown, in dem ersten Lockdown während der Corona-Krise. Das wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo sie nach New York hätte fliegen sollen auf Vortragsreise und plötzlich an sich feststellt, dass ihr die Stornierung und das Ausfallen dieser Tagung überhaupt nichts ausmacht, dass sie eigentlich ganz gerne an diesem Ort ist, wo sie ist und gerne für sich selbst arbeitet, nachdenkt, mit ihren FreundInnen zusammen ist und sie ist auch in einem kleinen privaten landwirtschaftlichen Betrieb, so wie ich das verstehe, auch tätig und beginnt dann auch über die Freiheit nachzudenken. Bleiben heißt erstmal, ja, man bleibt, wo man ist. Das entspricht so gar nicht dem, was Freiheit irgendwie bedeutet. Freiheit heißt ja eigentlich immer unterwegs sein und eigentlich nicht zu bleiben. Das ist der eine Argumentationsstrang. Der andere ist der, dass sie eine Freundin hat, die unheilbar krank ist, die da tatsächlich auch am Ende ihres Lebens mehr oder weniger angekommen ist und sie führen ganz intensive Gespräche. Und diese beiden Dinge zusammen führen Redeker dazu, zu sagen, Freiheit hat nicht nur einen Aspekt in der Gegenwart, das heißt, wenn ich jetzt reisen kann oder wenn ich jetzt woanders hingehen kann, ist das Freiheit, sondern auch, dass ich Freiheit zeitlich denken muss. Das heißt, auch alles so irgendwie sein Leben so zu ordnen oder so zu arrangieren, zu sagen, dass ich auch in Zukunft der bleiben kann, der ich bin, oder anders gesagt, der werden kann, der ich bin. Und da kommt dann der dritte Schritt. Wir können uns alle auch erneuern. Das ist auch das, was bei Fleury vorkommt und auch bei der mystischen Fauna. Kein Mensch muss in dieser Phase oder in seiner Persönlichkeit, die er gerade ist, bleiben oder in seinen Rollen und Funktionen bleiben, sondern er hat die Möglichkeit, über die Zeit sich neu zu erfinden, ein neuer zu werden, ein neuer Mensch, ein neuer Charakter, sich in neue Umfelder einzubauen, sich zu integrieren, neu zu integrieren und neu zu schaffen. Und das ist so der Bogen über diese drei Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe. Und wie gesagt, das ist unglaublich von der Argumentation her unglaublich toll und fesselnd geschrieben und am Puls der Zeit, wenn wir uns das Bundesgerichtshofurteil anschauen, wo es um die CO2-Besteuerung geht und das Urteil so lautet, dass man auch Kindern der Zukunft, die noch nicht geboren sind, denen nicht alles, auf die alles abwälzen darf und sollte, sondern dass wir durchaus mit Zeitstrahlen arbeiten dürfen und sollten. Ja, Zukunft. Tolles. Ich habe hier ein Gedichtband. Das Tolle an diesem Gedichtband ist, es hat auch Sticker drin. Das ist also, wenn man sich selbst noch nicht wirklich an Gedichtbänder herangetraut hat, gibt es hier ganz tolle Dinge, die man rausnehmen kann, raus und sich quasi das Buch selber gestalten kann. Oder
Es ist von Erike Scheffler, heißt Lava Rituale. Und es ist ein Gang in verschiedenen Gedichtzyklen durch die Zeit. Das heißt, am Ende des Gedichtbands sind wir irgendwo im Jahre 2500. Und was dieses Buch so intensiv macht und was es auch mit allen anderen verbindet, ist, dass es Sprachen findet. Sprachen für Metamorphosen, Sprachen für natürliche Dinge, für nichtmenschliche Dinge, für zwischenmenschliche Dinge, für Menschen, Tiere, Sensationen und Naturen in Metaphosen. Und das ist dann, also ganz am Ende merkt man dann auch, weil sie dann auch Algen zu Wort kommen lässt und für Algen auch eine Form der Sprache findet, sieht man hier dann auch einfach vom Schriftbild her. Und das ist wirklich unglaublich abgefahren, aber auch unglaublich intensiv und lädt wirklich zum Nachdenken über sich selbst, über die Zukunft an und das in einer unglaublichen Sprachgewalt, die so viel Lust bereitet, dass man sich denkt oder dass ich mir gedacht habe, mein Gott, warum lese ich so selten Gedichtbände? Dieser Gedichtband ist auf alle Fälle ein Band, den man unbedingt selber lesen muss und verschenken muss in mehrfacher Ausführung, weil es einfach großartig ist. Ja, der Dominik hat jetzt schon vorhin über die Gemeinsamkeiten bei seinen Empfehlungen gesprochen. Da würde ich gleich bei mir auch mal spoilern. Bei meinen Sachbüchern geht es immer irgendwie um Klasse und bei meinen Romanen immer irgendwie um Paris. Also das schon mal vorab. Genau, ich würde dann anfangen mit Superjachten von Grégory Salle. Das ist ein französischer Autor und das Buch wurde ins Deutsche übersetzt von Ulrike Bischoff. Also es sieht jetzt unheimlich trocken aus und auch bei dem Untertitel Luxus und Stille im Kapitalozän, hey, denkt man sich erstmal so, was soll das jetzt? Aber da muss man mir jetzt einfach vertrauen, denn der Autor schreibt aus seiner eigenen Perspektive, er war an der Côte d'Azur unterwegs und hat sich gefragt, was denn diese ganzen riesigen Boote da sollen, die da anlegen. Er schreibt aber auch aus der Perspektive einer Yacht, aus der Perspektive der Stadt Amsterdam und aus der Perspektive eines aussterbenden Seegrases. Ja, das hat auch irgend so einen ganz spezifischen Namen. Genau, und er schreibt immer über Superreiche, die das Mittelmeer als Spielplatz für sich nutzen. Genau, und deswegen auch dieses komische Wort vorne drauf, Kapitalozän. Also so interpretiere ich das, dass der Autor damit eigentlich meint, was für eine Absurdität es auch im Kapitalismus gibt. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche Leute, die mal so segeln und dann so tolle Schuhe anhaben und Polohemden und so, sondern wir reden da nochmal von ganz anderen Dimensionen der Absurdität, nämlich, dass man wirklich mit seinem Geld seine Umwelt zerstören kann und dann aber auch wieder vor dem, was man gerade zerstört hat, ganz schnell wegschippern kann und unter seiner Champagnerdusche duschen. Ja, man lernt auch ganz viel darüber, wie die französische Regierung damit umgeht und inwiefern das da bekannt ist und auch welche Regulationen es von der EU-Seite gibt. Und man kriegt ganz viel Hass dabei. Ja, schön. Dann aber wieder gerne hier zugreifen. Ja, ich darf heute auch im Namen von Daniel zwei Bücher vorstellen. Das erste Buch ist Magier im Kreml von Giuliano da Empoli im Beck Verlag erschienen. Und Daniel hat gesagt, ich soll unbedingt sagen, dass es das beste Buch ist, was er in den letzten 5 Jahren gelesen hat. Also scheint ein sehr gutes Buch zu sein. Es geht um einen fiktiven Berater von Wladimir Putin, der aber wiederum an einen realen politischen Berater angelehnt ist, der aber seit 2020 spurlos verschwunden ist. Das Buch wurde vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine geschrieben, also sollte man auch wissen, aber alle historischen Fakten, die in dem Buch vorkommen, sind recht gut recherchiert. Und mit dem Buch kann man ganz gut nachvollziehen, wie Wladimir Putin eigentlich an die Macht gekommen ist und auch wie persönliche Befindlichkeiten in Politik hineinspielen und eine Rolle spielen. Und man bekommt auch einen Einblick, wie Macht eigentlich funktioniert. Und es ist äußerst glänzend geschrieben und lässt sich schnell weglesen. Ich glaube, Daniel hat es an einem Tag gelesen, weil er es einfach so toll fand. Und ja, es ist gerade seine aktuelle Lieblingsempfehlung.
das muss ich auch nochmal unterschreiben. Das ist wirklich ganz vorzüglich geschrieben. Wenn man jetzt denkt, das ist irgendwie, also das Cover zum Beispiel lässt schon vermuten, dass es sehr trocken ist und auch das Thema, ja, die russische Politik klingt jetzt auch jetzt erstmal nicht so frisch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wortreich geschrieben. Es ist sehr, ja, fast schon bohemartig, also weil tatsächlich dieser Berater, der kommt eigentlich auch aus der Kunstszene und sein Leben wird am Anfang eben ganz, ganz detailliert und rigoros beschrieben und es macht einfach ganz viel Spaß, wenn man das so sagen kann, eben diesen Absurditäten zu folgen und darin auch die Unterschiede, die krassen Unterschiede zwischen Ost, also eben Russland und dem Westen in so vielen Bereichen zu erkennen. Also man versteht einfach so viel mehr. Also das fand ich auch, also auch die Szene, also warum viele Russen, Russinnen offenbar auch Putin dann unbedingt wollten irgendwann mit seinen großrussischen Fantasien, muss man denken, manche von uns können sich vielleicht noch erinnern. Also ich bin so alt, ich kann mich sehr gut daran erinnern an, ich kann mich jetzt an den Namen nicht erinnern, als der, wie hieß denn der nach Gorbatschow? Der Jelzin, als Boris Jelzin bei Clinton zu Besuch war und diese Pressekonferenz, wo Jelzin völlig angetrunken, nicht nur angetrunken, sondern völlig betrunken vor der Kamera, vor der versammelten Presse, vor der Weltpresse torkelte und Bill Clinton in einen Lachflash geriet. Und das muss man sich mal vorstellen, was das mit der Bevölkerung gemacht hat. Also das schildert der Autor hier wirklich ganz plastisch. Das ist tatsächlich so, wenn man sich vorstellte, Olaf Scholz würde irgendwo bei einem der wichtigsten Gipfel rumtorkeln und Biden würde sich totlachen, und zwar minutenlang. Was das mit einem, wo man sagt, nein, also so jemanden möchte ich gar nicht mehr. Und wir brauchen jetzt jemanden, der uns wieder die Ehre zurückgibt. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Politiker und Politiker... Ja, ich würde das aber nicht gendern. einfach fast wie Superstars sind. Also nochmal so eine so viel populärere Rolle eigentlich einnehmen im Sozialismus. Es gibt eine Stelle, da vergleicht er zum Beispiel im Kapitalismus eben die Popstars. Also ihr habt eure Popstars, ihr habt eure Schauspieler und Schauspielerinnen, denen ihr hinterherhechtet. Und das sind eure Idole. Bei uns sind die Idole Kriegsherren oder eben Politiker. Und das finde ich ist eben ganz interessant, wie das da gegenübergestellt wird auch. Ja, das, also was in den Städten ja hängt an Plakaten, das sind dann die Potentaten, die Diktatoren, ja. Aber gehen wir weiter zum nächsten rosigen Thema. Genau, noch ein Daniel-Buch, V13 von Emmanuel Carrea. Also man sieht schon, er hat da schon auch so eine Farbschema. Ja, so ein Farbschema, genau. Schwarz-Rot-Weiß. Genau, hier geht es um die, also es ist eine Gerichtsreportage über die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris. Also ich glaube, viele von uns erinnern sich da auch noch dran. Das ist ja, also ist ja auch ein sehr krasses Thema, ein sehr schlimmer Abend. Und der Autor schafft aber einen sehr empathischen und auch hoffnungsvollen Blick in eigentlich alle Richtungen. Das ist eine sehr sensible Berichterstattung auch. Und ja, Daniel hat wieder gesagt, es ist ein sehr spannendes, gut geschriebenes Buch und für alle, die irgendwie auch gerne mit Wahrheitsgehalt lesen. Und ja, auch wenn es eine Gerichtsreportage ist, lässt es sich eigentlich wie ein Roman lesen. Daniela hat es auch gelesen. Ich habe es innerhalb von einem Nachmittag weggezogen und auch dann gar nicht mehr aus der Hand legen können, mit in den Bus genommen. Und ja, also ich fand es auch total erschütternd irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem sensibel so mitgehen würde. Also teilweise ist es schon ziemlich brutal und erschütternd eben, dass auch so fast schon lächerliche Dinge im Zuge von diesen Ermittlungen und so dann auch passiert sind. Zum Beispiel das schildert der Carrea dann eben auch so. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat man das anders auch gar nicht erfahren. Ein Teil der Terroristen wurde danach sogar direkt nach der Tat mit dem Auto aufgehalten und wurden dann wegen ihrem Marihuana, das sie bei sich hatten, haben sie noch irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder so bekommen und konnten dann einfach weiterfahren. Ja, sowas fand ich total erschütternd, interessant. Ja. Erschütternd und interessant. Das sind meine Stichworte beim nächsten Buch. Das
thematisch hervorragend in meinem Jahr gepasst hat oder zu einem weiteren Highlight in meinem Jahr, denn ich bin dieses Jahr von Griechenland mit dem Auto über Albanien und also auf den Spuren von Lea Ipi, wer das letzte Empfehlungsjahr schon mit angeschaut hat. Da hatte ich ja frei gelesen von Lea Ipi, immer noch eins unserer meist empfohlenen Bücher. Und dann dachte ich, oh, ich möchte jetzt mal nach Albanien reisen. Und in dem Rutsch haben wir dann auch noch Montenegro und eben Bosnien-Herzegowina mitgenommen. Und es war eine Reise auf den Spuren der Geschichte dieser Region, muss ich vielmehr sagen. Und deswegen war mir auch wichtig, eine Lektüre mitzunehmen, die dorthin passt. Und ich bin schon lang um Tiansila herum getanzt, weil schon Krach ein Jakob-Liebling war. Ich habe es selber nicht gelesen, aber wir hatten ihn zu Gast bei einer Lesung im Z-Bau. Und er hat uns alle zu Tränen gerührt, aber mit seinem Witz. Also wir haben Tränen gelacht. Die Lesung fand im KV statt, weil das Thema drehte sich eigentlich um Punkmusik, um die Punkszene und wie ein Junge, der aus Bosnien geflüchtet ist, eben im Punk und in der Musik dann eigentlich Halt findet. Und auch seine anderen Bücher drehen sich eben um Migration aus Bosnien nach Deutschland im Zuge des Bosnienkriegs. Und so ist Radio Sarajevo eigentlich sowas wie eine erwachsenere Form von Tiansilas erstem Buch, nämlich Tierchen Unlimited. Das war das Buch, was ich im Urlaub dabei hatte. Und es schildert auf eine ganz kuriose Art und Weise die Kriegsrealität für einen 12-, 13-, 14-Jährigen, der dann mit seinen Eltern, die beide AkademikerInnen sind, nach Deutschland flüchtet. Nach 3 Jahren Belagerung Sarajevos durch die Serben. Bei Tierchen Unlimited nimmt Tiansila wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund. Er ist frech, er ist prollig. Das war für mich erstmal sehr ungewohnt, weil ich schon lange nicht mehr sowas Testosteron-geladenes gelesen habe. Aber trotzdem ist er ist nie ein Arsch. Er hat einfach so ein gutes Herz und es macht richtig viel Spaß, es zu lesen. Und man lernt dabei eben sehr viel. Und man lernt vor allem auch sehr viel Menschlichkeit, oder man fühlt sich vielleicht hoffentlich bestätigt, wenn man sie ist schon davor da. Und ich möchte jetzt eine Stelle aus Radio Sarajevo vorlesen, die das meiner Meinung nach ganz gut schildert, wie gut er auf 120 Seiten so ein komplexes Thema schildert, dabei irgendwie sehr rigoros damit umgeht und trotzdem aber respektvoll auch bleibt. Wie soll man den Bosnienkrieg erklären? Als Kroatien sich im Mai 1991 unabhängig erklärte, wurde es von der serbischen Armee überfallen. Als Slowenien sich im Juni 1991 unabhängig erklärte, wurde es von der serbischen Armee überfallen. Als Bosnien sich im April 1992 unabhängig erklärte, wurde es von der serbischen Armee überfallen. Als Kosovo sich 2008 unabhängig erklärte, wurde es von der serbischen Armee überfallen. Serbien nahm die Auflösung Jugoslawiens als eine Auflösung des eigenen Herrschaftsgebiets wahr und die Unabhängigkeitsbestreben der anderen Bundesländer als einen Aufstand von Untergebenen. Ja, also er erlaubt sich, so etwas Komplexes ruhig mal in sehr einfachen Worten zu beschreiben und er nimmt uns eigentlich mit in seine eigene Jugend, in seine eigene Lebensrealität, die hinter ihm liegt und hat sich damit getraut, wirklich ein sehr traumatisches Erlebnis aufzuarbeiten und noch mal viel ehrlicher zu sein als bei Tierchen Unlimited, wo er sich sehr viel hinter einer humoristischen Erzählweise versteckt hat. Der Humor kommt in diesem Buch aber skurrilerweise dennoch überhaupt nicht zu kurz. Mein Kollege Daniel hat es auch gelesen und meinte, er hat schon lange nicht mehr bei einem Buch so laut gelacht. Und das zu schaffen, also Krieg und Humor in einem Buch zu vereinen, das ist einfach ein Wunderwerk, wirklich. So, ich möchte das Thema jetzt auf ein freudiges lenken, nämlich auf unser Buchabo. Das kennen Sie wahrscheinlich schon. Also wir haben es jetzt seit mittlerweile 3 Jahren und führen es sehr erfolgreich. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 200 Kundinnen und Kunden, die von uns monatlich oder alle 2 Monate ein Buch bekommen, ganz auf den eigenen Lesegeschmack angepasst. Also wir führen am Anfang immer ein Interview, bei dem wir die Lesegeschmäcker, also ein Gespür dafür bekommen, indem wir abfragen, ob es auch mal ein Schinken sein darf oder ob es lieber
um die 300 Seiten bleiben soll. Und ja, das ist wirklich ein ganz schönes Geschenk zu Weihnachten. Und auch wir freuen uns über jeden Kunden, jede Kundin, die neu dazukommt, weil es einfach auch schön ist, die Menschen so über ein Jahr oder manchmal mittlerweile sogar über 3 Jahre zu begleiten. Wir wissen von manchen, wenn sie heiraten oder wenn sie umziehen. Und wir kennen eben auch ihre Lesegeschmäcker. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und wir sind dankbar für die ganze Community. Gibt es auch als Kinderbuch-Abo seit letztem Jahr. Ja, ich habe ja gerade vorhin schon unsere Lesungen erwähnt, die wir jetzt ja seit ein paar Jahren auch in ganz Nürnberg veranstalten, immer in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturhäusern, also zum Beispiel mit der Desi oder mit dem Willibald oder eben auch dem Z-Bau. Mit dem Z-Bau wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder Lesungen geben. Da sind wir schon am Fantasieren. Und es kam in diesem Jahr auch ein neuer Ort dazu, nämlich das Gostner Hoftheater. Die haben uns angefragt, ob wir jeden dritten Dienstag im Monat den Literaturabend gestalten wollen. Und da haben wir natürlich gleich Ja gesagt. Und die ersten 2 Termine stehen auch schon fest und dafür möchte ich jetzt ein bisschen Werbung machen, weil für den ersten Termin haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ganz viele Leute sprechen uns wirklich schon lange Zeit an, ob wir nicht mal einen Buchclub machen können. Und klar, davon träumen wir alle, aber es ist auch einfach viel Arbeit. Wir haben uns aber gedacht, so ein einmaliger Buchclub wäre ja vielleicht schon mal ein guter Anfang. Und somit ist der erste Termin im Gostner Hoftheater ein Buchclub zu diesem Buch hier von Lauren Groff, Die weite Wildnis. Das lässt sich also auch ganz hervorragend verschenken mit einer Einladung zum 23. Januar. Da wird nämlich dieser Buchclub stattfinden. Alle weiteren Infos finden Sie in der nächsten Zeit dann auf unserer Website. Da steht dann noch alles genauer, wann es anfängt und ja, es wird wahrscheinlich kostenlos sein, haben wir jetzt gesagt. Genau, aber ja. Genau, und dann werden wir uns dann treffen und über das Buch sprechen. Sie können natürlich auch kommen, wenn Sie es nicht gelesen haben, aber ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir es alle vorher lesen und uns dann darüber austauschen. Dominik, du hast es auch schon gelesen, du kannst vielleicht schon ein bisschen was darüber erzählen. Ja, diejenigen, die im letzten Jahr zugeschaut haben oder in den letzten Monaten bei uns waren, wissen, dass Lauren Groff eine unserer Lieblingsautorinnen ist. Und die Lili hat im letzten Jahr Matrix von Lauren Groff mit als Highlight hier vorgestellt. Das ist jetzt ihr nachfolgender Roman. Ein ziemlich wilder, ein großartiger Roman, der von einem Mädchen, einer jungen Frau namens Z erzählt. Es stellt sich auch ganz schnell raus, warum sie Z heißt. Spielt im 17. Jahrhundert. Siedler aus England, die nach Amerika fahren. Es gibt ganz viele furchtbare Unterdrückungsszenen an Bord. Das Mädchen wird dann dort an Land in Virginia, sind die dann in eine kirchliche Gemeinde gegeben oder in kirchliche Obhut gelassen. Und es beschreibt dann wirklich diese absolute Hässlichkeit patriarchaler und klerikaler Gewalt, dass Z nur noch eine Möglichkeit sieht, nämlich alleine in die Wildnis, es war damals Wildnis, zu fliehen. Und wir begleiten sie auf diesem Weg durch diese Wildnis und das ist gleichzeitig bedrückend wie erhebend zugleich und mit ganz, ganz starken erzählerischen Momenten versehen. Ein großartiges Buch, über das man sich, glaube ich, ganz intensiv austauschen kann. Am 23.01. im Gostner Hoftheater. Wir freuen uns. Dominik hat gerade schon das Stichwort Hässlichkeit ins Spiel gebracht. Unsere Kollegin Carla ist heute Abend leider krank. Deswegen stelle ich jetzt einen ihrer Favoriten vor und glücklicherweise habe ich den auch gelesen. Es ist Hässlichkeit von Moshtari Hilal. Jetzt wird es eine Mischung aus so ihren Stichpunkten und meinen Leseeindrücken. Glücklicherweise oder auch unglücklicherweise ist es mittlerweile so, dass man diese ganzen ästhetischen Problemchen ja mit bisschen Nachhelfen auch beheben kann. Das hat aber nur die traurige Folge, dass diejenigen, die keinen Zugang zu solchen Eingriffen haben oder sich die nicht leisten können, dann überbleiben und sich dann der Rest der Gesellschaft fragt, wieso bist du eigentlich noch so hässlich? Es geht doch auch anders. Ja,
die Autorin streitet eben dafür, dass nicht jeder schön sein soll oder sein sollen möchte, sondern dass man sich eben auch mit Hässlichkeit versöhnen sollte oder dass es eben idealerweise keine Hässlichkeit mehr gibt. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Es ist auch kein normales Sachbuch, in dem sie, also es ist nicht nur Text, sondern es sind auch Fotos aus dem Leben der Autorin im Buch enthalten oder eben Gedichte und Textfetzen auch. Ja. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich gehen muss. Ja. Jetzt kommt Leben ins Spiel. Ein Wechsel. Danke. Sorry. Ist es schon an? Ja. Ich glaube, ach so, okay, sorry. Aber okay. Das steht wieder, oder? Ah, oh Gott, Entschuldigung. Ah, nee, nee, steht gar nicht. Ich bin drin. Okay, gut. Meine erste Empfehlung halte ich jetzt stellvertretend für die Carla, die krank ist. Ich habe es aber auch gelesen. Und das ist jetzt ähnlich wie bei Daniela, so ein wilder Mix aus ihren Eindrücken und meinen Eindrücken. Und zwar handelt es sich um Vatermal von Nejati Öziri. War dieses Jahr auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, hat ihn leider nicht gewonnen. Ich fand Vatermal einen ganz, ganz tollen Roman. Vatermal ist in Briefform geschrieben, praktisch als Brief von Arda an seinen absenten Vater. Als Arda diesen Brief schreibt, ist er schon fast 40, liegt gerade wegen Organversagen im Krankenhaus. Ist in einer lebensbedrohlichen Lage und wird abwechselnd von seiner Mutter und seiner Schwester besucht. Abwechselnd, weil die beiden schon seit Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Und er versucht in den Gesprächen mit ihnen mehr oder weniger seine Vergangenheit aufzuarbeiten, die von verschiedenen Dingen geprägt war, die er eben auch in diesen Briefen an seinen Vater aufgreift. Denn der Brief an seinen Vater ist praktisch dafür da, um seinen Vater in das einzuführen, was er durch seine Absenz verpasst hat, und zwar in Adas Leben und das Leben seiner ganzen Familie. Ada erzählt vom Aufwachsen als nicht deutsch gelesene Person in prekären Verhältnissen, erzählt von der familiären Situation, die stark geprägt davon ist, dass seine Mutter überfordert, alkoholkrank und eben im ständigen Streit mit seiner Schwester ist. Erzählt davon, wie seine Schwester eines Tages wegläuft, jahrelang bei ihrer Oma lebt, irgendwann wieder zurückkommt. Er erzählt von seiner Jugendklique, der lange sehr, sehr verbunden war, von deren ersten Kontakten mit Polizeigewalt, Rassismus, Klassismus und auch im Großen und Ganzen davon, was es heißt, wenn eine Bezugsperson fehlt. Genau. Das Buch ist sehr, sehr ergreifend und direkt geschrieben. Also ich habe da auch ganz schön stark im ICE angefangen zu heulen. Ich fand das Ende sehr, sehr schmerzhaft und ich fand es auch zwischendrin sehr schmerzhaft. Es ist auf jeden Fall ein sehr hartes Buch, aber regt einen stark zum Nachdenken an über ganz viele verschiedene Themen. Es gab auch eine Stelle, die mich sehr berührt hat. Ich würde dir kurz erzählen. Und zwar saß er da schon während seines Studiums mit seinen KommilitonInnen im Theater. Alles Leute, die aus ganz anderen sozialen Verhältnissen kommen wie er, privilegierte, weiße Menschen, aus gutbürgerlichem Hause praktisch. Und irgendwann flüstert ihm ein Kommilitone von ihm, so klassische Theatersituation, sehr, sehr verschwörerisch ins Ohr, ja, die sind ja voll genial, oder? Und Ada ist in der Situation praktisch gefangen, weil er gar nicht checkt, was er jetzt mit genial meint und weil er gar nicht weiß, was er darauf erwidern soll. Weil er sich halt denkt, ja, schee, ist halt jetzt so. Und ich fand diese Szene sehr, sehr treffend, weil ich den Eindruck hatte, dass das sehr gut darstellt, wie performativ auch oft so diese gutbürgerliche Gesellschaft ist und wie performativ auch so Theater und Literatur oft sein kann. Und ich fand den Roman sehr, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ich bin's wieder. Die mit den seltsamen Büchern. Dieses heißt sogar so. Es ist nämlich so. Es ist ein neuester Bilderbuchstreich von Kani Sales, ein sehr begabter Künstler. Den Vorgänger Hübsch habe ich auch wunderbar gerne verkauft. Er besticht einfach dadurch, dass die Bilderbücher am Ende, die haben relativ wenig Text, sehr beeindruckende Bilder und am Ende immer einen
eine Wahnsinnspointe. Und das ist ihm hiermit auch wieder gelungen. Mit der Pointe zeigt er auf, dass es nicht die üblichen Dinge sind, die uns ausmachen im Leben, sondern eher das, was uns erstmal seltsam erscheinen lässt. Also verborgene Qualitäten. Klare Empfehlung für alle ab 2 zum Vorlesen und überhaupt spaßig und pastellig. Und dieses Jahr ist es endlich passiert. Nach, ich glaube, es gibt ein Nürnberg-Wimmelbuch und das gibt es, glaube ich, seit 35 Jahren und so sieht es auch aus. Aber jetzt gibt es seit diesem Jahr ein neues, das ich auch allen, die jemanden beschenken wollen, sehr ans Herz legen möchte, egal ob die Kinder jetzt aus Nürnberg sind oder nicht. Es zeigt einfach schön die nettesten Ecken der Stadt. Und vor allem beeindruckend ist hier. Die Felsengänge. Und zwar mit allen Highlights, die es dort zu erkunden gibt. Das heißt, wenn man da einen Ausflug gemacht hat oder so, kann man das richtig schön nachempfinden. Ein tolles Wimmelbuch. Und jetzt sind wir in der Kategorie schön und gruselig, weil schön gruselig, Gespenst, sehr dunkel, aber einfach ein so schönes Buch und so mühevoll auch gestaltet, denn wir haben auf jeder Seite unser Gespenst zu entdecken. Wir haben nämlich diese Transparenzseiten. Mal ist es da, mal ist es weg. Und man kann es auf jeder Seite neu suchen. Das war die Wanda. Ja. Oliver Jeffers ist im Bilderbuch sehr bekannt. Am erfolgreichsten ist sein Bilderbuch Hier sind wir. Und auch jetzt hat er wieder einfach etwas Tolles geschaffen, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen schön fasziniert. Und dann habe ich noch zwei Romane. Zum einen Lou und der rote Drache. Für Kinder ab 10, die Drachengeschichten mögen. Es ist ein sehr tolles Gesellschaftsporträt für Kinder. Das zeigt, dass es nicht immer zwingend das Beste ist, nur auf die Oberen zu hören, sondern dass man manchmal auch was Gutes tut, wenn man auf seine eigene Stimme hört und Dinge hinterfragt. Ansonsten eine spannende Abenteuergeschichte, die ich jedem wärmsten ans Herz legen kann. Und zu guter Letzt, der Autor Jamie Oliver, und ja, es ist der Koch, hat es gewagt. Er hat praktisch sein Kindheitsmärchen, seine sehr märchenhafte Kindheit, in einen Roman für Kinder verfasst. Der besondere Clou ist, Jamie Oliver ist selber Legastheniker und hat das Ganze auch berücksichtigt. Das sieht man, wenn man das Buch aufmacht. Es ist für Kinder ab 10, es sind aber immer noch reichlich Bilder drin. Der Druck, also so wie die Sätze geschrieben sind, es ist ein höherer Zeilenabstand. Das hilft Kindern, die mit LRS lesen, ungemein, dass sie durch den Fließtext besser durchkommen. Und das Allerschönste ist, LRS ist Thema im Buch, aber ein positives. Und ansonsten ist es ein wunderschön märchenhaftes, fantastisches Abenteuer mit so ein bisschen britischer Mystik dabei, weil ja Jamie Oliver selber tatsächlich in so einem Pub am Land groß geworden ist und die meiste Zeit im Wald dahinter verbracht hat, weil die Eltern haben ja gearbeitet. Und was auch vielen Kindern gefällt, sind die Rezepte, die im Anschluss noch drin sind. Also auch hier klare Empfehlung. So, das war's dann von mir. Dann bin jetzt ich die, die wechselt.
vielleicht auch ein guter Moment, um unsere neuen Kolleginnen noch vorzustellen. Also Cecilia Janko haben wir jetzt seit diesem Jahr neu mit dabei und Helena Döring. Auch sehr schön, dass ihr euch heute getraut habt, hier mit teilzunehmen an unserem Empfehlungsabend. Bin ich gleich dran? Yes. Mit Paris. Ah ja, aber erstmal ja, indirekt mit Paris. Also, genau. Der gute König von Leonard Hieronymi handelt von einem jungen Abiturienten, der sich in Hessen, in der Frankfurter Vorstadt, dazu entschließt, dass er eine Ausbildung bei einem Ein-Mann-Klempnerbetrieb machen möchte, anstatt ein Studium aufzunehmen. Und man begleitet ihn dann erstmal dabei, wie er ein randloses Klo in die Villa eines Rechtsanwalts einbauen muss, dabei dann auch noch ein bisschen blöd von der Seite von der edlen Schickimicki-Frau des Rechtsanwalts auch noch angebaggert wird. Also es der ist Baroness. es ist alles auch ganz wild. Es ist sehr witzig und rotzig und unbeschwert geschrieben. Ja, und dann kommen wir eben zum Paris-Teil. Also durch gewisse Umstände kommt dann eben dieser Handwerker dazu, dass er mit befreundeten anderen Handwerkern nach Paris auf Montage reist, um dort ein Kunstwerk eines amerikanischen Künstlers aufzubauen, das von der Stadt Paris dort aufgestellt wird und an die Opfer des Terroranschlags erinnern soll. Und ja, den ganzen Credit für dieses Kunstwerk, an dem die dann dort 5 Wochen lang, glaube ich, arbeiten, kriegt natürlich der bekannte amerikanische Künstler. Und ja, man begleitet eben einfach die Handwerker so ein bisschen dabei, wie sie so zum Beispiel auch ins Bierzelt gehen. Also am Anfang gibt es auch so ein paar typisch hessische Szenen auf dem Land und meine Begeisterung für den Roman fing eigentlich damit an, dass ich bei einer Lesung von Leonard Hieronymi war, bei der er den Anfang des Buches vorgelesen hat. Und das ist eben diese Bierzelt-Szene mit dem Auszubildenden und seinem Chef und auch noch ganz vielen anderen, die sich da kennen, die sind alle stockbesoffen. Und um zu lesen, hat sich eben der Autor in den gleichen Zustand begeben, also ich sag mal so einen Jelzin-Move gemacht und war dann eben so auf seiner Lesung und dann dachte ich so, boah, das muss ich lesen. Ja, und es war dann wirklich auch genauso witzig und also ich würde sagen, das ist so ein Buch, wenn auch immer, also es kommen öfters Leute in die Buchhandlung, die sagen, sie wollen nichts Trauriges, nichts mega Ernstes, sondern was, was man einfach weglesen kann, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, aber es hat halt auch noch so eine zweite Ebene. Es geht nämlich um die Bedeutung von Handwerk und die von Handwerkern auch so im Kontrast zu, wie sich dann eben Künstler und Rechtsanwälte auch verhalten. Ja. Jetzt kommt nochmal Paris. Genau, also Paris Rot von Anna Gien. Eigentlich ist mein Jahreshighlight gar nicht mal nur unbedingt der Roman von ihr, sondern allgemein Texte von dieser Autorin. Denn dieses Jahr hat sie auch beim Bachmann-Preis einen Text von sich vorgelesen und wurde von einem der Juroren total zerrissen für Dinge, die ich eigentlich sehr an ihren Texten schätze. Und zwar das träumerische, verschwommene, düstere. Ich finde auch, das passt perfekt in den Winter, weil vor allem dieses Buch auch ist wie ein modernes Märchen mit komischen Gestalten und bizarren Bildern. Gleichzeitig spielt auch die moderne Großstadt eine Rolle. Ja, also die Handlung lässt sich eigentlich total schwer beschreiben. Ausgangspunkt ist auf jeden Fall Paris und eine Frau in einem Hotelzimmer. Und dann werden eben weitere Frauenbilder gezeichnet und man ist sich gar nicht sicher, ob sie träumt, ob es jedes Mal die gleiche Person in anderen Lebensabschnitten ist oder ob es eben doch verschiedene Personen sind. Der männliche Blick auf Frauen, Schönheitsideale, Vergänglichkeit, sowas spielt auch eine Rolle. Ja, ich wollte eigentlich vielleicht auch noch eine Stelle vorlesen, aber das ist... Ich habe das Buch auch gelesen und was ich auch unglaublich spannend fand, vor allen Dingen an der Rezeption, und da hatten wir uns auch während des Bachmann-Wettbewerbs auch geschrieben und danach auch drüber gesprochen, und ich habe dann auch die Rezensionen zu diesem Buch verfolgt und es ist wirklich unglaublich, wie schnell männliche Rezensenten
diese Autorin oder Autorinnen wie Anna Gien so wegschreiben, weil sie sich einfach nicht darauf einlassen wollen, dass es andere Beschreibungen von Frauen, von Frauenbildern gibt, so wie Frauen sich verhalten sollen, wie man erwartet, dass sich Frauen verhalten. Und da sind durchaus vielleicht so 2, 3, also da darf ruhig die Femme Fatale sein und die Hausfrau und noch irgendwas Drittes vielleicht. Aber sobald es dann in irgendwelche 4., 5., 6. Kategorien geht, hört es auf. Und das finde ich tatsächlich erschreckend, aber in der Rezeption und im Lesen dieses unglaublich faszinierend. Und was, wenn ich jetzt als Mann für Männer sprechen sollen müsste, würde ich sagen, das würde Männern vielleicht auch ganz gut tun, sich in mehr als 1 oder 2 als Softie oder Macho. Man kann sich, glaube ich, durchaus in ganz, ganz viele Kategorien reindenken, reinträumen und sich selbst auch mehr Abwechslung gönnen. Ja, zum Beispiel gibt es eben diese eine Figur, die sagt über sich selbst, sie rennt irgendwie total stinkend in Lumpen durch Paris und sie raucht auch die Zigarette richtig gierig weg und nicht so genüsslich und edel mit langen Fingernägeln. Aber dann gibt es auch wieder ganz krasse Kontraste dazu und ich habe die Stelle tatsächlich gefunden. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, was ich mit Märchen meine. Der Uhrmacher träumt meinen Körper in dieser Nacht. Ich erinnere wieder und wieder dieselbe Geschichte. Ein Kätzchen erkennt man an dem schwarzen Lidstrich, dem Duft nach Autoreifen und vor allem am sehnsuchtsvollen Miauen, das von morgens bis abends aus ihrem Mäulchen klingt. Nach einem bitterbösen Fluch, ausgeführt durch einen missgünstigen Praktikanten der Kanzlei, in der sie Partnerin gewesen war, war Evelyn Meyer verdammt zu einer Existenz als lebendig gewordenes Kätzchentrauma. Wo sie nun hinging, hinterließ sie klebrige Lollis auf der Erde und schämte sich nicht, ihren Schwanz in alle Gesichter zu reiben, an denen sie vorbeizog. Stellte man ihr eine Schale Milch vor die Tür, war sie dankbar und tauchte ihr Samtpfötchen hinein, um eine nasse Spur auf dem Boden zu hinterlassen. Nur freitags saß sie auf den Dächern der Anwaltskanzlei und sang traurige Medleys in den Nachthimmel. Ja, es ist eben dann auch immer noch mal so dieses, man hat das Gefühl, sie schreibt einen Satz nur, weil er schön ist und dann folgt aber totaler Trash. Ja, also ja. Dann kommt so ein Aber-Medley, das irgendeine von den Hauptfiguren dann plötzlich performen will. Mhm. Ja. Ich glaube. Finde ich auch eine ganz großartige Autorin. Habe ich in diesem Jahr auch neu entdeckt. Okay. Jetzt kommt ein wilder Sprung. Nee, es gibt keinen Übergang. Also nur den Bogen zum Anfang. Nur den Bogen zum Anfang. Wir haben Paris abgehakt und jetzt sind wir wieder bei Klasse. Ja, Klassenbeste von Marleen Hobrack. Vielleicht kennt man Marleen Hobrack von dem Buch, das sie dieses Jahr beim Verbrecherverlag veröffentlicht hat. Das hat so ein Leopardenmuster drauf, heißt Schrödingers Girl. Und tatsächlich hat sie nur ein paar Monate vorher auch einfach ein Sachbuch veröffentlicht, das eben... Also das ist eigentlich schon aus dem letzten Jahr, aber dieses Jahr wurde es sogar bei der Bundeszentrale für politische Bildung nochmal neu rausgebracht. Deswegen zählt es für dieses Jahr. Genau, und das Besondere ist eben, also erstmal zu ihr persönlich. Sie kommt aus der ehemaligen DDR und hat auch mit 19 einen Sohn bekommen, woraufhin sie ist ja mittlerweile Journalistin und Autorin und in einer schicken Akademikerblase und sie wird immer darauf angesprochen, ach was, du hast schon mit 19 ein Kind bekommen, so asozial siehst du ja gar nicht aus. Aber eigentlich geht es auch gar nicht so richtig um ihre eigene Geschichte, sondern sie erzählt natürlich auch mit Erlaubnis von ihrer Mutter die Geschichte ihrer Mutter, die eben im System der DDR sich durch Arbeit in Fabriken und eben im System hochgearbeitet hat, die ganze Zeit auf der Arbeit war und auch eben deswegen kaum Zeit für andere Dinge hatte und eben auch akademische Debatten ablehnt. Und das ist eben auch schon das Besondere, dass hier ist eben keine weitere feministische Streitschrift, die jetzt irgendwie auch so diesen neuen autofiktionalen Geschichten zuzuordnen ist, sondern die Autorin schafft auch vor allem ein Augenmerk in mehreren Kapiteln auf auch die männlichen arbeitenden Personen, vor allem in ihrer Familie. Und sie öffnet so einen ganz neuen Zugang zu diesen, wie viele
auch in der Buchhandlung manchmal sagen, ausgelutschten Identitäts- und Feminismus-Themen. Denn sie schafft eben eine Antwort auf genau diese Frage, die dann immer gestellt wird, ja, wo sind denn diese Menschen, die sich überhaupt nicht für diese Debatten interessieren in der Debatte? Also, ja, sie streitet eben für mehr Zugänglichkeit von solchen Themen. Ja. Okay. Ja, ich knüpfe mal an das Thema Zugehörigkeit. Und zwar mit die Einladung von Emma Klein, auf Englisch The Guest. Den Titel finde ich auch ein bisschen passender. Die Zeit Online hat den Roman als Hochstaplerinnenroman bezeichnet und das fand ich sehr treffend, auch wenn die Hochstaplerin, also die Protagonistin des Romans, wahrscheinlich eine eher weniger glamouröse Hochstaplerin war. Und zwar Alex. Über Alex erfahren wir eigentlich gar nicht mal so viel und gleichzeitig irgendwie dann doch ziemlich viel. Wir müssen uns aber so die Kerndaten ihrer Biografie selber erarbeiten. Was wir sicher wissen, ist, dass sie 22 ist. Was wir uns nur denken können, ist, dass sie Callgirl in New York ist bzw. war. Was wir erfahren, ist, dass sie sich in New York ganz schön viel Scheiße eingebrockt hat und sich mit ganz schön vielen Leuten verkackt hat. Vorzugsweise ihren alten Kunden, die sie beraubt hat, mit deren Kreditkarten sie irgendwelche Restaurantrechnungen bezahlt hat, mit Hotels, deren Rechnungen sie nicht beglichen hat und so weiter. Außerdem beraubt sie auch ihre Mitbewohnerin, mit denen sie in einer WG lebt und wird deshalb von ihnen irgendwann mal vor die Tür gesetzt. Und genau zu dem Zeitpunkt trifft sie auf Simon. Simon ist ein deutlich älterer, wohlhabender Mann, der sie abends mal in der Bar anspricht. Und für sie war diese Begegnung was sehr Besonderes, weil er sie, wie sie selber sagt, irgendwie als gewöhnlich betrachtet hat und sie nicht angesprochen hat als reines Sexualobjekt, sondern weil er sie vielleicht wirklich irgendwo interessant fand. Und mit dem geht sie dann auch relativ schnell so eine Art Beziehung ein. Und er lädt sie dann tatsächlich ein, den Sommer mit ihr mit ihm den Sommer in seinem Sommerhaus in den Hamptons zu verbringen. Ist ja bekanntlich der Ort, wo sich die reichen Menschen in New York im Sommer zurückziehen. Und das ist dann auch das Setting, in dem wir uns befinden. Sie verbringt dort den Sommer, hat ein schönes Leben fernab von allen ihren Problemen in der Stadt und wird von Simon mit auf diverse Gartenpartys, Abendveranstaltungen seiner wohlhabenden Bekanntschaft mitgenommen. Aber sie begleitet dort immer ein Gefühl, und zwar das Gefühl der Nichtzugehörigkeit. Und obwohl sie in ihrem Job als Callgirl gelernt hat, sich irgendwie an die Bedürfnisse ihres Gegenübers anzupassen und sich immer als die Form ihrer selbst oder eigentlich ihrer Nicht-Selbst zu präsentieren, die ihr Gegenüber haben möchte, bemerkt sie in diesen Kreisen, dass ihr da nicht gelingt und dass sie immer irgendwie auf den ersten Blick auffliegt, als ja, die gehört hier doch gar nicht hin, die gehört gar nicht zur Upper Class. Und nach zwei, ich würde jetzt sagen, kleineren Fehltritten schmeißt Simon sie irgendwann raus und verlangt von ihr, dass sie zurück in die Stadt fährt. Er weiß aber nicht, dass sie wohnungslos ist und gar keinen richtigen Job hat. Und weil sie ja dort gar nicht mehr antanzen kann, entscheidet sie sich dazu, sich noch ein paar Tage in den Hamptons durchzuschlagen, mit dem Ziel, nach 7 Tagen auf Simons Gartenparty aufzutauchen und in der Hoffnung, dass er sie dann dass ihr bis dahin verziehen hat und sie in die Arme nimmt und sagt, ja, alles gut, kriegen wir hin. Und da begleiten wir sie auf so eine, eigentlich eine kleine Odyssee, eine 7-tägige, durch die Hamptons, auf der sie auf ganz viele verschiedene Leute trifft und auf der sie es auch hinbekommt, sich immer in der Rolle zu präsentieren, der sie sich aktuell präsentieren muss. Das ist halt schon echt gruselig. Sie schneckt sich zum Beispiel in einer Jugendgruppe ein, die gerade in den Hamptons Urlaub macht und erzählt jeder Person von denen, ja, wir haben uns ja schon mal auf der Party gesehen, auf der Party und ich kenne ja den Gastgeber von hier und keine Ahnung. Und irgendwann fliegt halt auf, dass sie das eigentlich, also dass das nicht stimmt. Niemand kennt sie, keiner weiß, was die hier macht. Und diese Zufallsbekanntschaften ziehen sich dann durch diese ganzen 7 Tage. Sie bricht mit einem Jugendlichen in ein Haus ein, verbringt einen Nachmittag in einem total teuren Beachclub, weil sie einem kleinen Kind erzählt, ja, wir kennen uns doch, ich bin doch eine Freundin von der Familie. Und auf dieser Reise trifft sie auf sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Teilweise Leute, die selber der Upper Class entstammen, die da dazugehören. Und teilweise auch Leute, die genauso wie sie dieser Gesellschaft gar nicht angehören und die da gar nicht zugehörig sind. Und mit diesen Leuten fühlt sie sich dann auch ziemlich connected. Das ist sehr interessant. Sie trifft zum Beispiel in diesem Beachclub auf eine Servicekraft dort.
sieht, so die vergessenen HaushälterInnen der reichen Familien, in denen sie sich befindet. Und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr scharfsinniges Buch über irgendwie Klassen und über Zugehörigkeit ist, weil Emma Klein da auch ganz stark so diesen Don't-Tell-Show-Grundsatz befolgt und eher in so kleineren Gesten aufzeigt, wie sich verschiedene Gesellschaftsgruppen unterscheiden. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, das auch gar nicht so wirklich die Intention hat, irgendwie die Protagonistin besonders sympathisch zu machen. Und das fand ich sehr toll daran. Ja, genau. Weiter geht's mit Klasse. Ich habe jetzt hier Verdunstung in der Randzone von Ilia Matusko mitgebracht. Das ist eigentlich pink. Ich habe nur den Einband nicht mehr dran gemacht. Verdunstung in der Randzone beginnt ziemlich wild, würde ich sagen, weil es beginnt eigentlich mit einer Abhandlung über Pommes. Also er spricht ganz lang über Pommes und über Frittieren und über Fritteusen. und es hat einen Hintergrund, und zwar, dass er ein ziemliches Pommes-Geruchtrauma hat, weil er irgendwann in der Schule immer den Satz zu hören bekommen hat, es riecht nach Pommes, Ilia kommt. Das hat den Hintergrund, dass seine Eltern, kroatischer Papa, deutsche Mutter, zusammen mehrere Gastwirtschaften betrieben haben, die alle nacheinander in den Bach runtergingen. Und die, die wir jetzt am nächsten mitbekommen, ist eben die, wo sie auch Pommes unter anderem anbieten. Und er fängt an, praktisch seine eigene Vergangenheit in 10 autobiografischen Essays innerhalb des Buches zu reflektieren. Sein Aufwachsen als Gastrokind in prekären Verhältnissen. Er spricht irgendwie über die Herkunft seiner Eltern, über seine eigene Herkunft, über seinen sozialen Aufstieg. Und das alles gespickt mit zum Beispiel Ausschnitten aus der SZ, die klar klassistisch sind, irgendwie ganz perfider finanzieller Ratgeberliteratur, die im Kontrast zu den prekären Verhältnissen seiner Eltern in dem Moment, also vielleicht, wenn man an der Stelle ist, gar keinen Sinn macht, aber so rein gefühlsmäßig voll aufzeigt, wie absurd eigentlich so das Denken von reichen Menschen ist. Da gab es eine Stelle, die ich sehr krass fand. Und zwar wird er zum Tennis angemeldet von seinen Eltern, weil ihm das sehr, sehr wichtig ist, weil sein Papa früher auch gern Tennis gespielt hat. Und er schaut sich ein Foto an von seinem Vater, wo er noch jung war und in eigentlich ziemlich teuer aussehender Kleidung Tennis spielt. Und ihm fällt irgendwie erst nach mehrmaligem Betrachten auf, dass sein Sockel gar keine 3, sondern 4 Streifen hat. Und das fand ich sehr, sehr maßgeblich so für das ganze Buch, weil er ganz viel über Kleidung als Indikator für soziale Herkunft spricht, ganz viel über seinen Kleiderkontrast zu dem seiner Freunde. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch über Klassismus, und ich finde zum Beispiel auch diese Zitate und diese Ausschnitte geben dem Ganzen auch einen Sachbuchcharakter, und ich finde, man kann da sehr, sehr viel draus mitnehmen. Ja, genau. Und jetzt noch mein absolutes Jahreshighlight, und zwar Kasse 19 von Claire-Louise Bennett. Ich glaube, Dominik ging es ja genauso. Für dich war es ja auch ganz toll. Ja. Ich finde es schwierig zusammenzufassen, worum es da geht. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, in welches Genre man das einordnet, also wo man das einordnet. Ich würde es jetzt vielleicht irgendwie als literarische Autobiografie bezeichnen. Teilweise weiß man aber nicht so ganz, was davon ist autofiktional. Claire-Louise Bennett spricht über wahrscheinlich ihr eigenes Aufwachsen in einer Arbeiterinnenstadt im Südwesten von England und spricht darüber, wie stark sie schon immer irgendwie den Drang hatte, was Besonderes zu sein, was Großes zu sein, auch in Abgrenzung eben von ihrer Herkunft. Und sie ist eigentlich eine Person, die ihr Leben voll und ganz der Literatur gewidmet hat. Und ich finde, wenn man irgendwie sagen möchte, worum es da geht, dann gibt es da einen Satz im Buch, der das ganz gut zusammenfasst. Und zwar hat sie einmal gesagt, wir verwechselten das Leben mit der Literatur. Und das fand ich da sehr maßgeblich, weil sie spricht über ihr Leben, indem sie darüber spricht, was sie gelesen hat. Es gibt auch immer eine Stelle, wo sie sagt, ja, da war ich an einem Punkt in meinem Lesen, da hatte ich das Leben, da hatte ich das und das noch nicht gelesen, was ja mega absurd ist, aber sie verwechselt ihr eigenes Leben, sie ist da so into it in das literarische Thema. Das Buch ist auch, wie gerade meine Rezension auch, mega wirr. sie handelt irgendwie ihr Leben ab, teilweise aber gar nicht chronologisch und spricht darüber, was sie da jetzt gelesen hat und
lässt dann irgendwie noch Passagen mit einfließen, wo sie über ihre toxischen Beziehungen zu Männern spricht, die sie gar nicht als Schriftstellerin haben wollten, die das voll uncool fanden, dass ihre Freundin irgendwie einen weiteren geistigen Horizont hat als sie selber. Dann spricht sie über ganz traumatische Stellen in ihrem Leben. Deshalb würde ich auch sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr düsteres Buch. Es ist absolut keine Wohlfühlliteratur. Man hat da immer so ein dauerhaftes Unbehagen beim Lesen. Ja, also ich würde es allen empfehlen, die auch vor allem auf Sprachgewalt stehen. Das ist sehr, sehr sprachgewaltig. Teilweise benutzt sie gar keine Satzzeichen. Teilweise ist es total absurd, was sie schreibt. Und ich würde sagen, wer Annie Ernaux mag, dem könnte das auch taugen. Oder der könnte das auch taugen. Ja, sorry, das war jetzt mega wirr, aber ich, ich finde es schwierig, darüber zu sprechen. Sehr wilde Annie Ernaux. Ja, es ist wirklich eine wilde Annie. Aber ich finde, ja, war das falsch? Ändert der nicht? Nee, falsch ist es nicht. Nee, vielleicht also mit dem Fokus, dass das Literarische so dominant ist oder das Schreiben auch so ein Anker in dem Leben. Mhm. Ja. Aber vom Schreibstil finde ich es ganz unterschiedlich. Echt? Ups. Wie schreibst du? Ja, aber der Umgang und das Begreifen des Lebens als Literatur und Literatur als Leben und die Fangstricke so dazwischen und so dieses intensive Ausleuchten eigener Situationen, eigener traumatischer Erfahrungen, das ist tatsächlich was ich bei beiden sehen würde. Und da die Ähnlichkeit tatsächlich auch. Auf jeden Fall ähnlich, ja, finde ich auch. Nur eben wilder, noch wilder. Ja. Sie traut sich noch mehr, finde ich. Ich finde, die Atmosphäre ist halt auch sehr ähnlich irgendwie. Mhm. Ist alles total ungemütlich. Aber ich fand eben auch faszinierend ungemütlich. Und ja. Es ist irgendwie auch the birth of an author. Also wie irgendwie diese Literaturgewalt in einer Person sich Bahn bricht, dass sie ja am Ende ja auch ihr Studium, dass sie bestreitet, auch abbricht und sagt, ich arbeite jetzt im Supermarkt an Kasse 19, da kommt der Titel dann her. Den ich gar nicht erwähnt. Also, weil dieser Job fordert mich nicht und ich kann dann abends, nachts meine Literatur lesenderweise und schreibenderweise produzieren und genießen. Und das ist für mich auch so eine Ebene. Und da mache ich auch gleich weiter mit Deborah Levy, August Blau aus dem großartigen Aki Verlag. Da müssen wir gleich auch noch was zu sagen. Ein sensationell toller Verlag und ein Wahnsinnsbuch für mich. Wenn ich jetzt die Geschichte, die das Buch behandelt, erzähle, werden viele von euch, von Ihnen sagen, oh, nicht schon wieder so eine Burnout-Depressionsgeschichte. Es ist nämlich eine junge Pianistin, Mitte 30, im Konzert, plötzlich mitten im Konzert, kann sie keine Noten mehr spielen. Sie hört auf, das Konzert wird abgebrochen und sie ist krankgeschrieben, sie hat Depression. Und während sie diese Depression hat und während sie sich diese Auszeit nimmt, beginnt sie ihr Leben zu reflektieren, beginnt all die Begegnungen, all die Stationen, die sie dahin gebracht haben, wo sie hingekommen ist, zu hinterfragen, zu reflektieren. Und was wir da erleben, ist in diesem Rückblick so das Verpuppen eines Menschen in einen Kokon. Und dann im zweiten Teil dieses Buches entpuppt sich da ein völlig neues Wesen, eine völlig neue Persönlichkeit, die wirklich aufscheint. Und Deborah Levy gelingt das in unglaublich schönen Sprach- und Denkbildern, diese Protagonistin so auszuleuchten. Ich habe noch nie eine Depressionsgeschichte gelesen, die so neu, so zart, so ehrlich rangeht, wie sie es mit ihrer Protagonistin macht. Und das ist ein unglaublich großer Schatz an Sätzen. Es ist ein Buch, das könnte man in einem Rutsch durchlesen. Ich habe das nicht machen können, weil ich immer das Gefühl hatte, am Ende eines jeden Satzes über diesen Satz nachzudenken und einfach nur zu staunen, wie es einer Autorin gelingt, diese Wörter so zusammenzusetzen und Wörter völlig neu zu finden
für diese Lebenssituationen und für dieses Wiedererstarken, für dieses Wiedererstehen eines neuen Menschen. Ihr seht, das ist der große inhaltliche Bogen meiner Empfehlungen, der auch in diesem Buch sich vollzieht. Insofern sind das auch alles Hard-Lights-Bücher, die mein Herz auch berührt haben. Einfach durch das Schaffen von Denkräumen, Spielräumen, von Worten, von Gedanken, die ich so noch nie gelesen habe und die große, wundersame Kraft von Literatur für mich ausmachen. Und zusammengefasst würde ich das auf alle Haki-Romane und Bücher und Veröffentlichungen projizieren wollen. Und da kannst du, Lisa, oder willst du, Lisa, jetzt auch noch was zu sagen? Genau, weil der Haki-Verlag ist nämlich das Stichwort für unseren zweiten Termin beim Gostner Hoftheater. Am 20.02. haben wir nämlich die Verlegerinnen vom Haki-Verlag, also es ist ein ausschließlich weibliches Team, das hier die Bücher rausbringt. Und tatsächlich legen sie auch nur Autorinnen auf. Das Programm erscheint jeden Herbst, deswegen auch der Name, denn Aki bedeutet auf Japanisch Herbst. Und das sind alles so wunderbare Entscheidungen, die da getroffen werden, dass wir diese Frauen einfach einladen möchten und sie über ihre Bücher sprechen hören wollen. Und somit haben wir sie am 20.02. im Gostner Hoftheater zu Gast und werden mit ihnen gemeinsam über ihre Veröffentlichungen, über ihre Autorinnen und über ihre schönen Entscheidungen sprechen. Perfekt. Ich möchte hier noch erwähnen, dass August Blau von Marion Hertle übersetzt wurde. Und auch hier, also viel besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Mein letztes Buch für heute geht in eine etwas andere Richtung. Ist nicht so dieses Emo-Zeugs. ist von einer Französin, Alice Sanitaire, Machtspiele. Wir begegnen am Anfang einer jungen Hackerin, die für Anonymous arbeitet und mit ihrem da noch zugegen seienden Freund auch mit an Hackerattacken beteiligt ist gegen Russland während des zu Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das verläuft sich dann aber irgendwie im Sande und sie ist da irgendwo dann auch in diesem dunklen Loch. Also das ist so ganz klassisch geschrieben, wie man sich das so vorstellt, wie Hacker leben und Computer-Nerds. Die zweite Person, die auftaucht, ist ein Mit-40er Politiker bei den Sozialisten in Frankreich, der sich irgendwie auch denkt, boah, scheiße, was mache ich hier? Das hat überhaupt nichts mit meinen Idealen zu tun. Wegen denen ich irgendwann mal in diese Partei eingetreten bin und für die ich gekämpft habe. Und er denkt sich, mache ich das Gleiche wie Macron, starte einfach eine Bewegung. Und wie der Zufall es will, treffen sich diese beiden Personen. Und sie kann sich an ihn ranwanzen und kann ihrem Leben einen Sinn geben und ihre Hackerfähigkeiten anbringen. Und er hat dann seine klassisch männlichen Machtfantasien und sieht sich quasi als der neue Star der Pariser Regierung. Und das ist so wirklich ungemein unterhaltsam. Es sind irre witzige Dialoge. Es ist wirklich eine Satire auf Machtgehabe, auf diese Machtspiele, darauf, dass Macht dann auf, dass diejenigen, die diese Macht ausüben wollen, überhaupt gar nicht mehr an Menschen denken. Und auch hier, das klingt so banal, wenn ich das erzähle, es ist so unglaublich klug ausgeleuchtet und es beschreibt auch so ein bisschen dieses Unbehagen, was in Frankreich auch ganz lange Zeit schon da ist, dass man sagt, okay, jetzt ist es ist keine Partei an der Macht oder es tritt keine Partei an, sondern es tritt ein Mensch an, es tritt eine Bewegung an. En Marche, Macron, wie es dann in Österreich ja auch probiert wurde von diesem, keine Ahnung, ich weiß den Namen, möchte ihn aber nicht nennen, von diesem kleinen Wüstelkanzler. Oder wie das Wagenknecht probiert, das ist jetzt die Bewegung Wagenknecht und das Team Merz, da wird man auch nicht lange warten müssen, bis wahrscheinlich auch in diesen Kreisen
sich dann sagt, okay, da löst sich die Partei auf und dann gibt es das Team Merz und was weiß ich, das Team Söder und dann ist das, hat das keine Partei mehr, sondern es ist einfach personenbezogen, einfach weil die Person selbst im Mittelpunkt stehen möchte und selbst diese Macht dann auch nicht mehr mit einer Partei oder mit einem Präsidium teilen möchte, sondern sich selbst reinschreiben möchte in die Annalen der Geschichte. Und davon erzählt auch dieses Buch und das macht es so unglaublich vibrierend und spannend und großartig. Übersetzt von Yvonne Eglinger. Genau, und im Berlin Verlag erschienen. Ja, mein letztes Buch für heute heißt Paradise Garden von Elena Fischer. Und ja, es geht um die 13-jährige Billy. Die wächst in sehr prekären Verhältnissen auf, lebt mit ihrer Mutter zusammen in einer Plattenbausiedlung. Die Mutter hat 2 Jobs, um die kleine Familie über Wasser zu halten. Und ja, nichtsdestotrotz führen sie aber ein super glückliches Leben, auch wenn sie eben nicht so viel Geld haben. Und sie haben auch eine tolle Mutter-Tochter-Beziehung, die immer wieder auch thematisiert wird. Und es gibt nur eine einzige Sache, die Billy eigentlich stört. Sie kennt ihren leiblichen Vater nicht und fragt ihre Mutter immer nach ihr. Und ihre Mutter Marika wendet sich aber immer sofort ab und schweigt und möchte dazu eigentlich gar nichts sagen. Und ja, ganz plötzlich verstirbt dann ihre Mutter und sie kann dann auch nicht mehr fragen. Und es gibt auch niemanden in ihrem Umfeld, der eben weiß, wer ihr leiblicher Vater ist. Und dann macht sie sich ganz alleine auf die Reise. Und ja, es ist ein sehr, sehr berührendes Buch und hat mich ein bisschen an so die Coming-of-Age-Geschichten von Benedikt Wells erinnert zum Beispiel. Und das ist der Debütroman von Elena Fischer und die hat es eigentlich auch gleich auf die Longlist vom Deutschen Buchpreis geschafft. Hat mich eigentlich ein bisschen verwundert, da das Buch doch recht zugänglich ist. Oder was heißt verwundert, ist eigentlich das falsche Wort, sondern eher überrascht. Und ich habe mich auch sehr gefreut. Und ja, es ist eben sehr intim. Man sitzt mit der kleinen Familie am Küchentisch und bekommt ganz viel mit. Und das ist echt mein absolutes Lieblingsbuch dieses Jahr. Kann ich sehr empfehlen. Ja, und jetzt habt ihr es geschafft. Das waren unsere 35 Highlights, beziehungsweise unsere 34, weil das 35. werde ich euch jetzt noch erzählen. Und vervollständige somit unsere Liste, indem ich erzähle von der vollständigen Liste aller Dinge, die ich, in dem Fall die Ich-Erzählerin, vergessen habe. In dem Buch von Doris Knecht erzählt eine Frau, die gerade an einem Wendepunkt steht, denn ihre beiden Kinder sind jetzt mittlerweile erwachsen, sie hat einen Sohn und eine Tochter und beide ziehen aus. Und sie wird sich jetzt auf kurz oder lang auch eine andere Wohnung suchen müssen, da sie jetzt alleine dort ist. Für sie alleine ist es viel zu groß und auch zu teuer. Sie kann es sich nicht leisten, weil sie anders als ihre ganzen Schwestern, die eine sehr klassische, einen sehr klassischen Lebensweg eingeschlagen haben, die gute Jobs haben, in denen sie konstant verdienen und Familien haben, in denen alles rosig ist. Und sie war halt immer schon die Tochter oder die Schwester, die sich viele Gedanken macht, die sehr viel empfindet, die künstlerisch ist und schreibt, sich durchs Schreiben auch den Lebensunterhalt verdient. Und ja, auch über diese Situation, diese Veränderung in ihrem Leben eben sehr viel nachdenkt. Und die Protagonistin ist mir persönlich sehr nah gewesen. Also ich hatte fast das Gefühl, dass ich ja mit einer Frau in einer Generation meiner Mutter spreche oder eigentlich wie in so einem Austausch bin. Und so viele tiefe Einblicke bekomme, die man als Tochter von seiner eigenen Mutter eigentlich nicht bekommt. Also Momente der Unsicherheit, Momente der Melancholie. Und das hat mich sehr bereichert. Und es ist ein sehr stilles Buch, aber eben auch ein sehr aufrüttelndes, aber auch aufrüttelnd im positiven Sinne, nämlich zu neuen und frischen Zeiten. Ja, und das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Zumindest was die Bücher betrifft und vielleicht auch. Also ich weiß nicht, mir ging es so, als ich diese Titel zusammengestellt habe, dachte ich mir, ach scheiße, eigentlich müsste ich das Buch noch mit reinnehmen. Wir haben Dinge vergessen oder auslassen müssen jetzt für diesen Abend. Manche Bücher sind für manche Gelegenheiten, für manche KundInnen die besseren Bücher als die, die wir jetzt vorgestellt hätten. Aber es war einfach von uns jetzt, wie in den letzten 2-3 Jahren, der Versuch, wirklich unsere persönlichen Highlights, Hardlights vorzustellen. Und ich
danke euch, Ihnen für die Geduld, für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt tatsächlich nur 1,5 Stunden gebraucht. Wir danken dem Gastro Bistro West. Und der Justin ganz vor allem. Danke, danke dir. Dass wir diese wunderbare Bistro heute Abend nutzen dürfen für diese Veranstaltung. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht in der Buchhandlung Jakob. Und ihr werdet auch festgestellt haben, dass wir ganz unterschiedliche Geschmäcker haben, ganz unterschiedliche Angänge an Bücher, an Literatur. Und wenn ihr da seid, ihr könnt euch aussuchen, von wem ihr euch beraten lassen wollt. Und ihr bekommt immer hochklassige, tolle, passende Empfehlungen. Und danken möchte ich auch den neuen Kolleginnen, die wir jetzt haben, die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind, der Cecilia, die sogar erst seit nur wenigen Wochen bei uns ist, und der Helena, die seit Juni oder Mai? Juni. Seit Juni bei uns mit an Bord ist. Die Carla auch, die heute dann leider krank geworden ist, und es ist ein großartiges Team, in dem man ganz toll zusammenarbeitet. Und dann nochmal, ja, herzlichen Dank und einen schönen Abend. Danke auch an... Ja, danke auch an Philipp und Thomas Kistner, die heute an der Technik waren und das Ganze auch im Nachgang jetzt noch schneiden werden und auf YouTube hochladen. Und danke an Evi, die heute uns den Büchertisch betreut. Wir können gerne noch ein bisschen hier bleiben, ein bisschen in den Büchern schmökern und noch das ein oder andere Getränk trinken, denke ich. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Thank you.